So, hallo und willkommen zur zweiten Folge von Palworld. Und ja, ihr könnt es sehen, wir sind hier auf der fliegenden Insel. Ne, letztes Mal haben wir hier unser erstes Pokémon gefangen, die liebe Karline. Ne, leider können wir der Karline noch keinen Namen in-game geben, aber auch das wird vielleicht bald möglich sein. Denn das Spiel ist Early Stage, ne, es gibt täglich Updates, von daher ich bin gehypt, ihr seid gehypt. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, ne, für den ganzen Support. Ne, für die vielen Kommentare, es waren glaube ich jetzt 150 Kommentare beim letzten Stand, wo ich geguckt habe. Ich habe wie gesagt jeden einzelnen Kommentar auch gelesen und es hat mich wirklich sehr gefreut. Ne? Also da von mir ein großes Dankeschön und ich freue mich, ne, auf die neue Zeit, auf die neue gemeinsame Ära 2024, das Jahr der Aktivität. Ne? Genau, warum ich auch so lange inaktiv war und vieles mehr werdet ihr dann auch später erfahren. Erstmal aber Leute, wollen wir uns nun ein Lager errichten. Ne? Wir wollen jetzt hier in Palworld richtig durchstarten. Der stärkste Palworld-Trainer werden, den es jemals gab. Okay, und ich weiß auch nicht, was das jetzt hier für ein Baum ist. Ne? Ach so, das können wir sammeln. Interessant, interessant. Ne? Also abbauen kann man es zwar nicht, aber zumindest kann man hier ein bisschen was sammeln. Gut, und unser Ziel ist es jetzt auch erstmal. Ne? Unser Ziel ist es erstmal, hier uns eine Basis zu errichten. Wie macht man das? Mit einer PAL-Station. Allerdings, Leute, dort, wo ihr eure PAL-Station aufbaut, da werdet ihr auch wahrscheinlich viel Zeit verbringen. Deswegen, wir müssen ja irgendwie einen Ort finden, der am besten nahe an Erz ist. Na, ich habe jetzt mal auf der Map geguckt. Am besten, ja, hier oben. Ne, kommen wir da jetzt leicht hin? Wahrscheinlich nicht. Ne, es ist ein sehr weiter Weg. Aber wir könnten es versuchen. Also, okay, wir können auch einfach sterben. Problem ist nur, dass wir dann all unseren Stuff und auch unsere Karline verlieren würden. Ja, Leute, warum heißt sie Karline? Weil einer hat in die Kommentare geschrieben, der soll Karl heißen. Und ich habe gesehen, nee, ist weiblich, von daher Karline. Aber gut, Leute. Ja, wir werden noch weitere Pokémon fangen. Und was haben wir hier? Eine Burg! Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Na? Eine Burg habe ich auch noch nicht gesehen. Und ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, Askalter, es gibt hier verschiedene Quests, die musst du machen. Ne, seht ihr oben rechts das Tutorial, zum Beispiel fange 5 Lamball. Dafür gibt es dann eben auch XP, man levelt schneller und diese XP-Punkte können wir gebrauchen, um unter anderem schneller zu rennen, mehr Ausdauer zu haben oder auch mehr LP. Ne, also alles, was wir eigentlich gerade so benötigen. Okay, ein Schloss und... Ah, okay, das war's schon, einfach nur ein Geld. Nichts dahinter, naja. Wollen wir mal bei... Ah, da haben wir ihn, ein Lumber, Level 1. Tja, hoffe, das ist kein One-Hit. Wow, das war aber schon ziemlich krass, ne? Wir müssen aufpassen, weil wenn wir den killen, können wir den nachher nicht mehr fangen. So! Los, Pikachu! Ja, Fangwahrscheinlichkeit 100%, das war jetzt aber relativ einfach. Na, ich habe jetzt einen neuen Pal gefangen, Lumber. Und ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ne? Ich dachte ja am Anfang, das wäre alles mit Pokémon abgesprochen. Und so habe ich nun auf unserem Discord, erfahren wir noch nicht auf meinem Discord seid, guckt mal in die Beschreibung rein, ne? Da könnt ihr auch mit mir sprechen. Ne? Habe ich erfahren, da gibt es wahrscheinlich jetzt Stress von Nintendo. Ne? Ja gut, ich meine, wenn man so eine Mischung aus Zelda, Ark und Pokémon macht und das nicht abspricht, das könnte für Probleme sorgen. Aber ich bin trotzdem gespannt, Leute. Ich hoffe mal, dass es jetzt der Entwicklung des Spiels nicht im Weg stehen wird, weil ich sehe sehr viel Potenzial hier drin. Okay, was haben wir hier denn? Stoff! Ah, super, dann können wir nämlich jetzt auch gleich unsere ersten Klamotten craften. Ich fühle mich jetzt nämlich noch so ein bisschen nackig. Okay, genau, Stoff sollte man aber auch erstmal erlernen. Dafür brauchen wir Stoff, für Stoff brauchen wir Wolle, okay. Davon haben wir jetzt erstmal mehr als genug. Genau, dem Hirsch laufen wir am besten jetzt nicht hinterher. Der ist auch ein bisschen zu stark für uns. Und was ist das denn hier? Nightwing. Leute, und ich frage mich ja, kann man darauf später fliegen? Mich würde es nicht wundern. Ne? Also wenn ich der Entwickler wäre, ich würde es so einstellen, dass man auf den Teilen fliegen kann. Okay, unser erstes Goal. Wir wollen einen Flugsaurier. Beziehungsweise ein Flugparl. Okay. Ich wurde auch heute Morgen auf meinem Discord gefragt. Askalter, machst du denn nicht mal wieder Facecam? Und genau das möchte ich auch gerne mit euch absprechen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass wieder Facecam kommt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich müsste mir noch eine neue Cam holen und einen Greenscreen. Aber prinzipiell hätte ich Bock. Von daher, Leute, ne, wenn ihr es wollt, schreibt es in die Kommentare. Und dann könnte ich auch wieder die Facecam aktivieren. Okay, und was haben wir jetzt hier? Einen Dungeon. Okay, das ist jetzt interessant. Also Level 13 Boss. Nee, das lassen wir mal. Wir sind nämlich gerade mal Level 5. Ne? Also erstmal brauchen wir Stoff. Erstmal brauchen wir... Was ist denn das hier?
Leute, ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Zwielichtiger Händler Level 40. Wo sind wir denn hier gelandet? Naja, können wir mit dem handeln? Ach Leute, ich meine, ich weiß, ich werde es bereuen. Wenn ich da jetzt rangehe. Aber ich meine, das ist doch ein Händler. Kann man mit dem reden? Ja, ansprechen. Hi! Ja, meine Gribal, die Malgeburt, Hederware, verbotene Narbe, sieh dich um! Ach so, mit dem kann man echt handeln. Ja gut, dann wollen wir nochmal schauen. Was kann man denn hier kaufen? Wow, man kann hier tatsächlich Pokémon kaufen. Das ist ja interessant. Wir haben auch sogar ein bisschen Gold. Ich weiß gar nicht, woher wir das haben oder wie man das bekommt, aber es ist auch egal. Wahrscheinlich bekommt man das, indem man Sachen verkauft. Ah, interessant. Wir können unseren Lumball verkaufen. Ne, ich meine, okay. 90 Gold würden wir bekommen. Und wir brauchen für so ein cooles Pokémon, brauchen wir 19.000? Ja gut, das wird lange dauern. Okay, zwielichtiger Händler. Jetzt weiß ich auch, warum du zwielichtig bist. Das können wir uns nämlich niemals leisten. Na, auf der anderen Seite gut, für so ein Schaf würde ich auch nicht viel ausgeben. Na gut, wir wissen nun, es ist möglich. Oh, Pinguine. Mensch, die haben wir noch nicht in unseren Paul-Decks. Aber die hüpfen auch zu schnell. Ich glaube, so leicht kriegen wir die auch nicht. Na, aber sieht man hier, Typ Wasser. Na, es gibt verschiedene Typen, die haben verschiedene Aufgaben nachher. Es gibt Pals, die können euch helfen, Feuer zu machen. Es gibt Pals, die können euch beim Baum helfen, beim Züchten. Also es gibt da verschiedene Aufgaben und all das werden wir nachher dann noch herausfinden. Okay, jetzt frage ich mich nur. Das sieht ja ziemlich cool aus, Leute. Na, ihr seht, da ist auch ein großer Baum, ne? Der Baum des Lebens. Wenn wir jetzt hier einfach runterspringen. Was passiert dann? Das ist eine sehr gute Frage. Probieren wir es lieber nicht aus. Los, Pingu! Hey! Nimm dies! Nein, nicht wegrennen! So. Okay, das wäre jetzt ja mega nice. So ein Pinguin. Ja, 82% und... Perfekt! Pingulet, Level 4. So, der hat... Achso, der kann nicht fliegen. Ja gut, das wundert uns jetzt nicht. Ne, aber der kann bestimmt irgendwas anderes Cooles. Okay, und da kommt auch schon sein Kumpel an. Oh oh. Oh oh. Nichts wie weg. Oh! Der vereist uns. Okay. Was ist denn das da unten? Interessant, das ist ein Lager. Okay, Pingu, ich will keinen Stress. Ich will keinen Stress haben. Okay, der will aber Stress. Okay, wie hauen wir jetzt hier ab? Wenn ich ins Wasser springe, würde ich ja wahrscheinlich überleben. Oder? Das ist die Frage. Es ist ja nicht Ark. Es ist nicht Minecraft. MLG! Leute! Okay. Ja. Hab ich gesagt. Das Gute ist auch, man sieht jetzt hier links oben ein rotes X. Und das ist, wo wir gestorben sind. Und wenn wir Glück haben, sind unsere Sachen noch da. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wann die Sachen despawnen. Hoffentlich nicht so schnell. Genau, was man zum Beispiel in Ark nicht kann, man kann hier die Felswände hochklettern. Ja, man verliert dann allerdings Ausdauer. Ne? Und so höher die Felsen, desto mehr Ausdauer benötigt man. Und ihr seht schon jetzt zum Beispiel, das ist alles ziemlich krass. Ne? Also muss man überall eine Pause machen, sonst kommt man nicht hoch. Und es wird jetzt auch gleich Nacht. Das heißt, eventuell erfriere ich, bevor ich überhaupt ankomme. Ne? Also am schlauesten wäre es jetzt gewesen, wenn wir uns einfach kurz eine Holzfackel gecraftet hätten. Aber gut, Leute. Ne? Leben am Limit. Hey, Fox Parks. Okay, das ist ein bisschen verwirrt. Ich meine, wir haben ja jetzt unseren Pinguin. So, da haben wir unseren Stuff. Perfekt. Alles einsammeln. Wunderbar. Ist jetzt die Frage, kann uns unser Pinguin helfen? Na? Wenn wir jetzt schauen. Nee, der wird uns nicht helfen, aber Pinguin. Wenn der jetzt hier Feuer gegen Wasser, müsste ja eigentlich klappen. Angriff! Ja. So nicht. Ach, der schläft schon. So. Ja, weil den würde ich jetzt gerne haben, weil dann haben wir auch... Oh, nein! Okay. Da müssen wir aufpassen. Der Pinguin hat's in sich. Der ist ziemlich stark. Den wollte ich eigentlich, ich wollte schon sagen, zähmen. Den wollte ich fangen. Na? Genau, wir müssen uns noch unsere Arc-Language hier abgewöhnen. So, jetzt brauche ich aber doch mal nochmal hier eine neue Fackel.
Ah, und Pinguin hilft sogar mit. Genau, Leute, unser Pinguin hat natürlich auch einen Namen verdient. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie er heißen soll. Wir werden aber jetzt erstmal eine Fackel craften. Okay, und es wird auch auf einmal etwas düsterer. Das Biom verändert sich. Der Sound verändert sich. Wir müssen auch aufpassen, Leute. Es gibt tatsächlich Geister-Pokémon. Und die haben es in sich, ne? Die sind aggressiv. Ne? Die meisten Pokémon hier bisher waren sehr friedlich. Ne? Aber es sind nicht alle so friedlich wie unser Pinguin. Von daher, wir müssen aufpassen. Aber gut, ihr seht auch schon, hier liegen auch einige Paul-Sphären auf dem Boden. Das ist ziemlich gut. Da müssen wir die nämlich nicht craften. Gut, wir sind Level 6, das heißt, wir können jetzt erstmal unsere Ausdauer verbessern. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ne? Ausdauer und Gewicht sind so Sachen, die wir am Anfang brauchen. Ich habe jetzt ein bisschen auf LP gelevelt, aber am Ende brauchen wir das gar nicht so. Gut, wenn wir es gerade auskriegen, haben wir auch einen Schnell-Respawn. Genau hier. Die kann man nämlich aktivieren und dann kann man Schnellreise machen. So, wir haben jetzt bisher noch nicht so viele freigeschaltet, aber falls wir mal sterben oder falls wir irgendwo neu spawnen, können wir das dann immer wieder nutzen. Also sollten wir immer einsammeln, beziehungsweise aktivieren. Oh, da haben wir ihn. Ein Geist. So. Schnellreise. Und dann können wir auch theoretisch hier sogar schon weg. Na, wobei, ihr seht schon, wir haben jetzt hier nur zwei Plätze verfügbar. Na, da wollen wir nicht hin, wir wollen hier hin. Na, also da in den Norden. Und das ist echt eine ganz schöne Reise. Okay, jetzt haben wir hier sogar zwei Geist-Pauls. Level 3, Level 5. Das sollte doch in meiner Möglichkeit sein. Oh! So, einen davon fangen wir. Au! Ja. Und zwar den hier, Nummer 5. Und go! Okay, 53% ist jetzt nicht so krass. Okay, und Pingu, du kommst gleich wieder rein. Okay. Ja, 100%, du hast einen Depresso. Guckt immer mürrisch und hat deshalb kaum Freunde. Ist aber eigentlich sehr nett. Leute, so jemanden haben wir doch alle in unserem Freundeskreis. Ah, und das ist, glaube ich, auch gerade ein neuer gespawnt. Ne? Man kriegt sogar für jeden einen Bonus nachher. Und wenn man 10 von einer Sorte hat, noch einen extra Bonus. Na, aber wir sollten uns jetzt erstmal auf die Lambals fokussieren. Da kriegen wir nämlich dann auch unseren Tutorial-Bonus. Auf der anderen Seite, so mehr unterschiedliche Pokémon wir haben, umso besser. Tombat! Mensch, das ist einfach ein getürktes Zubat! Oh! Okay, genau. Hier sind wir safe. Erstmal. Ja. Genau, man kann sich da so ein bisschen hängen. Ah! Pingu! Obwohl, nee, nicht, dass Pingu nachher noch stirbt. Lieber einfach wegrennen. Einfach wegrennen, Leute. Boah, wie kommen wir denn da hoch an der Klippe? Das kann ja was werden. Ach, das ist eine Brücke! Ja, umso besser. Bye, Tombat. Wir sehen uns dann in ein paar Jahren. Pistolenammunition. Interessant. Ha, von wegen, wir müssen das Meer überqueren. Wir können einfach über die Brücke gehen, Leute. So einfach. Und da hinten brennt Feuer und ich glaube, dort, wo das Feuer brennt, dort werden wir uns dann niederlassen. Okay, ich sehe auch schon, hier sind die Pokémon etwas stärker. Level 18, Level 15. Ich glaube, das ist nicht so die Beginner. Oh, Liga der Poll-Freunde. Anhänger? Sind das jetzt Freunde von uns? Ah! Wow! Was war das? Was war das, Leute? Was? Ich hab doch... Okay. ja. Das ist, glaube ich, so ein legendärer Boss, ne? Mensch, da sind wir den ganzen Weg gelaufen. Den ganzen Weg bis hier oben über die Brücke und müssen jetzt wieder von vorne laufen, oder was? Okay, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, es ist einfacher. Nein, wir werden jetzt den ganzen Weg nochmal neu laufen. Hier wieder einsteigen. Ich will meinen Stuff haben. Ich will meinen Stuff haben. Ich laufe meinen Wegen 10 Jahre. Hauptsache, wir kriegen unseren Stuff zurück. Wo sind wir gestorben? Ja, dort hinten. Okay, sind wir auch schon fast wieder da. Zum Glück hatten wir nämlich die Schnellreise aktiviert. Jetzt müssen wir aber wirklich aufpassen. Okay, was das jetzt bringt, weiß ich nicht. Okay, dort oben Level 20 Gelclaw. Okay, wie sollen wir denn das besiegen? Was aber viel wichtiger ist, dass dieses... Aha, das Teil da. Ich will nur mein Stuff haben und da ganz schnell wieder weg. Sanfter Himmelsdrache. Ja, den werden wir vielleicht nicht fangen. Na? Da erinnert mich an ein bestimmtes Pokémon. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Aber auch ein Drachen-Pokémon. Mondsichelstrand. Super. Haben wir entdeckt, hier ist auch dort oben ein Schnellspeicherpunkt.
Ich glaube, den sammeln wir uns mal sicherheitshalber mal kurz ein, solange das Ding da noch schläft. Ne, ihr seht schon, unsere Anhänger sind auch schon mittlerweile gestorben. Genau, hier kriegen wir dann auch unsere Goldmünzen raus. Unter anderem auch Brot, was wir dann essen können. Und okay. Okay, da ist unser Schnellspeicherpunkt, aber vorher müssen wir erstmal an den Liga der Pall-Freunde vorbei. Na, es ist sozusagen ein Clan wie in Ark. Die sind aber ganz schön stark. Ja gut, leider droppen die hier nichts. Wir schleichen uns jetzt einfach mal ganz schnell ran, hoffen, das Ding ist friedlich. Bin mir ziemlich sicher, das waren einfach die Pall-Freunde, die den angegriffen haben. Nein! Okay, aktivieren, aktivieren, aktivieren! Ja! Okay, selbst wenn wir jetzt sterben, wir können zumindest wieder hier hinreisen. Aber jetzt sollten wir wirklich aufpassen, dass wir hier wegkommen. So schnell wie möglich. Das ist hier nicht sicher. Nicht in unserem Level. Nicht in unserem Level. Hier sind auch keine Lambalds mehr. Die sind nämlich nur in den Anfängerregionen. Okay, wo wollte ich denn überhaupt hin? Da! Zum Eis, Leute. Zum ewigen Eis. Folgen wir dem Baum. Wir sind auch schon fast da. Da hinten ist der nächste Speicherpunkt. Und da geht's jetzt hin. Nein! Nicht davor. Liga der Pall, Freunde! Helft mir! Helft mir! Ich hoffe, die helfen mir. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ach, naja. Ich glaube, dann haben wir jetzt abge... Wow! Wow! Oh, oh. Okay, die sind nicht freundlich. Die sind nicht freundlich. Die sind ja alle nicht freundlich. Ich dachte, da steht doch Anhänger. Das ist wahrscheinlich Anhänger der Gilde da. Na gut, jetzt schwimmen wir einfach rüber. Hoffentlich. Ja. Oh nein, bitte schießt nicht ins Wasser rein. Oh Leute, wir werden verfolgt. Und der Robin Quill, das wissen wir auch schon, dass er aggressiv ist. Leute, worauf haben wir uns eingelassen? Nein! Nein! Ah! Okay, nichts wie raus, nichts wie raus. Los, wir sind fast am Speicherpunkt. Hallo Rosalia. Ist der auch aggressiv? Nee, die flieht, gut. Ah, Pflanzen-Pokémon, Leute. Auf die ist noch Verlass. Okay. Wir sind fast da. Wir müssen nur zum Schnellspeicherpunkt kommen. Und ich glaube auch, Leute, es hat uns gezeigt, wir sind hier nicht sicher. Wir müssen an einen Punkt, wo es sicherer ist. Wow, was war das? Da wollte man gerade eine Schnellreise machen und gleich wird man gekillt. Aber kein Problem. Wir werden uns einfach jetzt unsere Base hier aufbauen, ne? Genau, wir werden unseren Stuff holen und dann nichts viel wie zurück. Oh, was haben wir hier? Ein Mammorest! Der sieht aber nett aus, den werden wir allerdings nicht challengen. Der ist mir ein bisschen zu stark. Wir holen uns ja lieber hier diese kleinen Lambals. Und da haben wir auch genug, ne? Nehmen wir einfach den Level 3er hier, zack! Ne? Oh, das war schon fast zu viel. Ja, 98%. 99 und 100, Leute. Perfekt. Zack. Das können wir jetzt dreimal machen und dann kriegen wir auch, glaube ich, eine Belohnung. Was wir dann aber genau kriegen, weiß ich auch nicht. Guck mal, wir kriegen mich jetzt hier zum Beispiel einen EP-Bonus. 38. So. Oh, das war leider Fail. One-Hit-Kill. Und damit haben wir es geschafft, Leute. 5 Lambals und auch ein EP-Bonus. Wunderbar. Level up. Wir sind nun Level 7. Damit können wir dann unser Gewicht verändern. Und jetzt, Leute, wo wir mehr Gewicht haben und auch mehr Ausdauer und auch mehr Technologien, ne, ihr seht schon, wir können jetzt einiges bauen, werden wir auch hier erstmal unsere Base errichten. Die können wir später immer noch woanders hinstellen, aber zunächst wollen wir uns hier, wo es noch sicher ist, niederlassen. So, bauen wir jetzt hier einfach unsere Pallbugs hin. Kann nicht gebaut werden, weil etwas im Weg ist. Hier passt es, Leute. Perfekt. So, da hilft uns jetzt auch unser Kaline mit. Und dann bildet sich auch hier unser Lager. Wunderbar. Pall Management. Da können wir auch unsere Palls speichern. Wobei, unsere Schäfchen sind schon drin. Wir können auch unser Lager verbessern. Was werden wir am Anfang noch nicht machen. Erst einmal wollen wir uns jetzt hier ein kleines Häuschen bauen. Ne, damit wir die Nacht überstehen können. Es ist ähnlich wie in Minecraft. Dafür geht man einfach in den Baumodus rein, ne, geht dann einfach auf Bau, ne, so, und dann nimmt man ein Fundament, ne, ganz simpel,
Okay. So, wie meine erste Arc-Base, Leute. Na, nicht ganz so fancy, aber es reicht. Ich muss sagen, die UI finde ich gar nicht so schlecht. Ne, ich habe jetzt nicht genug Material, okay. Da müssen wir erstmal was hier farmen. Genau, wenn ihr auch übrigens wollt, dass ich streame, das haben sich mich auch angewöhnt, schreibt gerne in die Kommentare. Dann werde ich auch versuchen, des Öfteren einen Stream zu machen. Ne? Was natürlich dann einfacher, gerade wenn man farmen muss, wenn man halt viel bauen will. Da kann man einfach viel mehr schaffen. Ne? Deswegen, wenn es euch wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Und oh, unser Kreativer baut sogar was ab. Das ist perfekt, dann können wir sogar eigentlich für die Aufbewahrung was craften. Nämlich eine Holztruhe. Ne, weil so viel wieder gerade farmt, das muss ja auch irgendwo hin nachher. Genau, Kativa, da kannst du es dann alles reintun. Ne, wenn du schon so fleißig abbaust, wunderbar. Dankeschön. Und ich habe es automatisch aufgesammelt und werde schwerer. Ah gut, wo waren wir? Also, wir wollen jetzt unsere Base erstmal aufbauen. Okay, dann hier noch ein Fenster. Da noch ein Fenster. Dann vielleicht noch eine schöne Tür. Und dann haben wir es eigentlich. Na, okay, vielleicht sollten wir noch ein Dach bauen. Das wäre so das Einzige, was wir jetzt noch bräuchten. Und jetzt können wir auch unser mieses Bett bauen. Ich glaube, das haben wir nämlich jetzt hier schon freigeschaltet. Wenn wir gucken, da, mieses Bett. Brauchen wir halt nur noch ein bisschen Holz für. Okay. Oh, Depressor. Mach auch mal was. Mal gucken, was... Ach, der transportiert. Und sammelt Beeren. Interessant, interessant. Also schon jedes Pokémon hat andere Fähigkeiten. Na, Depressor, der... Was macht der gerade? Der transportiert einfach Stuff. Und erntet. Okay, lagert er das dann auch in die Kisten? Das ist die Frage. Oder isst er das einfach nur selber? Gut. Nee, der sammelt fleißig Beeren. Guckt aber echt immer mürrisch. Bauen. Okay, Infrastruktur. Mieses Bett. Wir können aber auch ein Strohbett bauen. Ist sogar, glaube ich, besser als ein mieses Bett. Sieht zumindest... Ist aber die Frage, ob es für die Pokémon ist. Oder für mich. Na? Das ist hier die Frage. Können wir in einem Strohbett schlafen? Also ich würde sagen, persönlich hört sich das besser an als ein mieses Bett. Aber... nee, da können wir nicht drin schlafen. Ich glaube, es ist echt nur für die Pokémon hier. Naja, schade. Müssen wir noch ein neues Bett bauen. Dafür haben wir aber leider nicht genug Holz. Okay. So, dann bist du jetzt dran, Schaf. Mach du mal irgendwas. Was kann der? Ah, der sammelt. Okay. Was sammelt der denn? Steht einfach nur sammelt. Aber was er sammelt, wissen wir nicht. Ah, Holz! Ja, wunderbar. Das ist genau das, was wir brauchen. Oh, das ist aber auch ganz schön niedlich, wie er das macht, ne? Da ist er. Bringt das jetzt zu uns? Und droppt das dann einfach? Nee, der bringt das sogar zur Kiste. Perfekt. Leute, besser geht's ja gar nicht. Wir müssen nicht mal auf irgendwas anweisen. Die machen es einfach. Okay, jetzt müssen wir aber auch genug haben für unser Bett. Wofür ist das? Achso, das ist das Pall-Strohbett für die Palls. Wunderbar. Ne? Also es ist schon wichtig, die schlafen auch bei uns im Häuschen, ne? Neben unserem Bett. Ah. So. Am Fenster. Perfekt. Ja, unser Pall könnte ja mithelfen. Ne? Steht zwar baut, aber na doch, der hilft mit. Von außen. Und da haben wir es, Leute. Unser Bett ist jetzt unendlich gecraftet. Da könnt ihr es sehen. Ne? Und da können wir dann auch die Nacht drin verbringen. Denn es müsste auch bald wieder Nacht sein, oder? Na, das dauert noch ein bisschen. Aber Leute, jetzt können wir einfach dann die Nacht im Bett überspringen. Wie in Minecraft. So, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben einen Pall ins Lager genommen. Lagerinfo, dieser Pall ist gesund und munter und baut jetzt. So, baue eine Holztruhe. Das haben wir schon gemacht. Das heißt, die Mission haben wir erfüllt. Und jetzt wollen wir, dass wir unser Lager ausbauen und auf Lagerstufe 7 erhöhen. Weil aktuell sind wir noch auf Stufe 1. Na, also schon, wir haben jetzt hier verschiedene Missionen. Das ist auch immer ziemlich cool, ne? Weil so mehr man macht, desto mehr lernt man über das Spiel. Und ja, deswegen, also Tutorials ist immer super.
So, dann werden wir uns jetzt aber auch noch... Oh, dankeschön. Hey. So, dann werden wir uns jetzt aber nochmal hier unsere Stoffbekleidung produzieren. Na? Damit wir auch zumindest etwas wärmer sind und ein bisschen mehr Schutz haben. Weil habt ihr gesehen, das ging vorhin ratzfatz, da waren wir tot. Aber okay, unser Pfeil hilft uns mit. Es geht tatsächlich schneller. Ich nehme auch an, nachher so stärker die Pfeile sind, so höheres Level, so mehr wir haben, desto schneller geht dann auch alles. Ah, dankeschön wieder. Okay, und damit haben wir auch die Mission erledigt. Ne, können uns nun auch dann endlich einkleiden hier. Wo haben wir das denn jetzt? Ah, haben wir schon an, Leute. Sieht doch super aus. Na, Play Level 7, wunderbar. Dann können wir auch gleich unser Palllager hier verbessern. Und dann schlafen gehen. Super, Lagerverbesserung. Perfekt, Level 3. So einfach ist das. So, und damit ist es auch Schlafenszeit. Na, nicht für unseren Pall, der kann draußen weiter schuften. Wir werden jetzt einfach schlafen. Leute, was für ein Tag, ne? Und so schnell geht das, ne? Wie in Minecraft, man wacht einfach auf und der neue Tag beginnt. Und unser Pal hat einfach die ganze Nacht durchgearbeitet. Dafür ein großes Dankeschön. Und das war's dann auch mit der Folge von Palworld. Wenn es euch immer gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr auch gerne auf dem Server mitspielen wollt, ne, dann kommt auf jeden Fall auf meinem Discord. Die Beschreibung enthält den Link. Und dann sehen wir uns vielleicht bald auf dem Server. Mach's gut und dann bis zum nächsten Mal.